willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem Channel, Dani Whalen. An alle Neuen hier, ich bin die Dani. Herzlich willkommen zu diesem Outfit-Video. Hier auf meinem Channel dreht sich alles um sämtliche Vintage-Themen von Klamotten über Geschichtliches, über Make-up, über Haare. Ihr werdet hier ausreichend, hoffentlich, bedient. Jeden Sonntag, fast jeden Mittwoch. Vergesst bitte nicht, Daumen nach oben und Likes da zu lassen, wenn euch die Videos gefallen. Auch bei diesem hier. Nicht vergessen, am besten gleich machen. Heute geht es um meine neuen Miss Candy Floss Kleider, die ich habe. Also ein kleines, kein richtiges Lookbook, aber ich zeige euch quasi alle meine Miss Candy Floss Kleider. Miss Candy Floss ist eine Marke, die schon sehr bekannt ist, aber jetzt nicht in unglaublich großen, riesengroßen, sagen wir mal so, Stückzahlen produziert. Sie versuchen, das relativ nachhaltig zu machen. Die produzieren in, das kann ich mir immer sehr gut merken, in Transsilvanien. Das finde ich immer ziemlich cool. Und sind aber selber eine Marke aus Schweden und wurde von, ich glaube, zwei Schwestern war es, gegründet. Und ja, und die produzieren Klamotten, die sich vor allem so an den 50er Jahren eigentlich orientieren, aber mit so modernem Twist teilweise. Also man merkt es auch, manche Sachen sind mal ein bisschen mehr authentisch, dann mal wieder nicht so authentisch, aber das ist ja auch wurscht. Im Endeffekt sind das ganz tolle Kleider. Bei meiner Körpergröße ist es mit den Kleidern von solchen Marken immer so ein bisschen schwierig mit der Länge. Ich habe ja gerne ein bisschen längere Rocklänge, die wirklich so Mitte Wade ungefähr geht. Das habe ich auch bei Miss Candy Floss in der Regel nicht. Aber da die Kleider eigentlich, also natürlich, es gibt immer Ausnahmen, eigentlich immer wundervoll passen, die Stoffe wirklich toll sind, die Farben und ach, ich mag die Marke einfach unglaublich gern. Man fühlt sich daran auch immer wohl. Irgendwie schaffen es auch sämtliche Modelle, einem eine ganz andere Körperform aufzuzaubern. Und das finde ich einfach super und ja, also ist eine meiner allerliebsten Marken und die Marke, die mit Abstand am meisten in meinem Kleiderschrank vertreten ist. Ich bin ja eh jemand, der regelmäßig Klamotten ausmistet. Wenn ich etwas sehr lange nicht anhatte, dann verkaufe ich Sachen schnell weiter. Trotzdem haben es diese neuen Kleider geschafft, übrig zu bleiben bisher. Und es gibt sonst keine Marke, die... Ich glaube, dass inzwischen sogar nur noch eine andere Marke mit zwei Kleidern sonst in meinem Kleiderschrank vertreten ist. Und Miss Candy Floss sind die einzigen, die es geschafft haben, so oft vorzukommen. Tja, es ist, wie es ist und so ist es nun mal. Und hiermit, ja, schicke ich euch jetzt zur Modenschau der neuen Miss Candy Floss Kleider, wovon auch übrigens ein paar mir neu zugeschickt worden sind. Welche sage ich dann mit dazu? Die sind nämlich aus einer relativ neuen Kollektion. Guckt also gerne mal bei Miss Candy Floss auf deren Website vorbei. In sämtlichen anderen Shops sind sie ebenfalls vertreten, aber ich finde es immer ganz schön, beim Hersteller selber zu gucken. So, egal, genug geredet, viel Spaß beim Video. Dann starten wir gleich mal mit dem ersten Kleid und zwar nennt sich dieses Modell Adrienne Helio in einem wunderschönen hellen Rosa. Das ist eines der beiden Kleider, die Miss Candy Floss mir quasi gerade eben erst zugeschickt hat. Und danke nochmal an dieser Stelle hier für die Kleider, Miss Candy Floss. Das ist ein total niedliches Kleid, der Stoff ist wunderschön locker, leicht, fliegend, flatternd. Und was ich ganz entzückend finde, das sieht man jetzt vor allem hier sehr gut, man hat diese Abschlüsse einmal unterhalb des Gürtels, als auch an den Ärmeln, als aber auch an diesem schicken Kragen. Ich liebe diese Form von diesem Kragen, finde ich richtig hübsch, mit diesen wellenartigen, rüschen-inspirierten Abschlüssen. Und das hier ist das zweite Kleid, das ich zugeschickt bekommen habe, nennt sich Athena Gia. Und sorry, dass hier die Aufnahme nur so kurz war von dem Ganzkörper, aber meine Kamera hat gestreikt, das habe ich aber gerade erst mitbekommen. Und hier finde ich die Form an der Brust einfach ganz toll. Also wie das Ganze geformt ist und mit den Rüschen, das macht einfach, finde ich persönlich, einfach eine richtig schöne Oberweite. Und das Kleid hier ist mein absoluter Liebling. Es nennt sich Arena. Ich habe es jetzt so nirgendwo mehr gefunden, außer im Strichnin Store Berlin. Die haben auch einen Online-Shop. Da gibt es dieses Kleid noch. Das ist schon aus der letzten oder vorletzten Kollektion und war relativ schnell weg. Und ich verstehe es absolut, weil ich liebe dieses Kleid über alles. Mit diesem blau-mintigen Unterton. Ich weiß auch nicht. Und der Stoff ist ganz toll. Das seht ihr auch gleich in der Nahaufnahme nochmal einen Ticken besser. Der ist nämlich nicht einfach nur glatt, sondern hat wie so kleine Bobbel
ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber hier sieht man es ganz gut. Und irgendwie hat es was für mich super Authentisches. Das macht eine tolle Körperform. Ich liebe auch die Form von dem Kragen, auch wenn ich immer zu doof bin, den richtig zu bügeln und zu steamen. Deswegen sieht er da ein bisschen schief aus. Aber ich liebe dieses Kleid einfach wahnsinnig. Ich finde es einfach richtig, richtig schick. Und dann kommen wir auch schon zur Nummer 4. Marissa Lee. Habe ich schon sehr lange, dieses Kleid. Ist eins meiner liebsten Sommerkleider. Hier haben wir auch wieder so ein bisschen diesen gerafften Bereich um die Brust herum, das einfach, wie gesagt, so eine runde, schöne, große Brust auch irgendwie gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch für Leute, die, ich habe jetzt auch nicht so super riesengroß viel Oberweite, ich glaube, dass das einfach da ganz toll viel dazu schummelt quasi. Und ja, ich mag die Körperform, die auch dieses Kleid gibt. Ich mag es auch, dass es am Rücken relativ weit nach oben geht. Und dann hat diese kleinen süßen Schleifchen auf den Schultern, die man aber auch abnehmen kann, wer kein Schleifchen-Fan ist. Und ich mag auch, dass die Träger ein bisschen breiter sind. Dann versteckt sich da der BH schön drunter. Und das Kleid hier hat eine gewisse Ähnlichkeit, auch wieder ein hellblau. Man merkt, blau überwiegt schon sehr in meinem Kleiderschrank. Nennt sich Noria und hat aber so ein bisschen breitere Träger. Man kann das auch, man sieht da ein bisschen was weghängen. So zwei so Striemen hier, genau. Mit denen kann man das breiter oder weniger breit machen, also zusammenziehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Macht auch wieder diese schöne Brustform und eine tolle Körperform und ist ein sehr locker, leichter Stoff. Das Kleid davor ist doch relativ schwer, was aber nicht viel ausmacht. Und das ist so ein bisschen kreppartiger Stoff, der aber zugegeben auch leichter knittert. Und das Kleid hier, Modesty Bow. Es hat sehr lange gedauert, bis ich den Namen zu diesem Kleid gefunden habe. Ist mein aktuell neuestes Winterkleid. Der Stoff ist wirklich so ein bisschen dicker. Wenn man da drüber fährt, fühlt es sich ein bisschen nach Plüsch an. Und man sieht auch, dass es ein bisschen dicker ist. Also es lässt einen jetzt nicht dick in dem Sinn aussehen, aber es trägt natürlich ein bisschen auf, weil einfach der Stoff, finde ich, doch optisch nach Winter aussieht und nach ein bisschen mehr. Und ich habe es auch in der Größe größer bestellt, damit ich noch mehr Sachen Lagen drunter anziehen kann, damit es warm hält. Ist ein ganz, ganz tolles Kleid. Und dann sind wir auch schon bei der Sarita Tiffany in diesem wunderschönen Hellblau mal wieder angelangt. Ein ganz tolles Kleid. Ich kam noch nicht so oft dazu, es anzuziehen. Danke, böses C-Wort. Aber hier haben wir auch wieder so diesen schicken, so ein bisschen schlitzartigen Ausschnitt, was ich immer ganz schick finde. Es hat auch ein bisschen was von einem Wickelkleid hier oben rum, den Eindruck. Und wenn man so ein bisschen Bäuchlein hat, so wie ich, dann finde ich, macht diese Raffung hier um die Taille herum, also unterhalb der Brust, bewirkt wahnsinnig viel. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Und das hier habe ich im vergangenen Sommer öfter mal getragen. Schwarz ist ja auch so meine Happy Color, wie wir alle wissen. Das wäre das Kleid Marta Lou. Und es hat hier so ein bisschen, so einen komischen Kragen, der nach hinten so ein bisschen nach unten fällt. Es ist keine Kapuze, aber man könnte es teilweise fast meinen. Es ist vorne mit Knöpfen und natürlich auch wieder kommt es mit einem passenden Gürtel. In der Nahaufnahme sieht man obenrum ein bisschen mehr. Ta-ti-ta-ta-tra-tra-la-la. Und was mich ein bisschen stört manchmal ist, dass der Ausschnitt, dieser Stoff so ein bisschen komisch fällt auf der einen Seite. Sieht man auch hier, da ist so ein Knick drin. Aber nichtsdestotrotz finde ich dieses Kleid wahnsinnig schön. Man kann darunter auch wunderbar, weil es eben nicht diese runde Brustform machen soll, Vintage-BHs anziehen, wie hier, und das gibt dann eine ganz tolle, authentische Körperform. Und dann kommen wir zu Billiana Bow. Ich habe den Gürtel dazu nicht gefunden und kaum war ich mit dem Video fertig, ist er aus meinem Kleiderschrank rausgefallen, war wirklich so. Aber hier kommt eigentlich ein farblich passender Gürtel noch mit dazu. Das ist eben so ein, ja, kein richtiges Bordeaux-Rot, aber so ein Dunkelrot mit so einem leichten Lila-Touch, würde ich fast sagen. Und das ist eben oben, vorne oben relativ hochgeschlossen. Dafür hat man einen dreieckigen Rückenausschnitt, der richtig süß aussieht. Und das sieht man hier auch nochmal besser. Das Kleid habe ich auch schon relativ lange, aber ein bisschen seltener getragen, weil es zu den Miss Candy Floss Kleidern gehört, die leider etwas kurz geraten sind. Und das waren alle 9. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was war euer Lieblingskleid. Nummer 1 bis 9, sucht es euch aus. Ihr könnt natürlich auch mehrere Favoriten reinschreiben, wenn es ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Vergesst nicht, den Daumen da zu lassen und das Abo. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann.